zusammen, ich bin Thomas vom Smart Solutions Team von SRI Deutschland und Schweiz. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie sich ein Open Data Portal anfühlt, was man mit diesen Datensätzen machen kann, und heute zeige ich euch, wie ihr in ArcGIS Hub und ArcGIS Online die Daten richtig konfiguriert, um als Open Data bereitzustellen. Ihr seht hier einen Datensatz auf ArcGIS Hub mit Beschreibung, mit Metadaten, mit Attributen, und ich zeige nun zuerst, wie da die Konfiguration auf ArcGIS.com aussieht. Ihr meldet euch an mit eurem Benutzeraccount, und wichtig zu verstehen, in ArcGIS Hub sind die Inhalte in Gruppen organisiert. Wir haben also für all diese Daten in diesem Beispiel eine eigene Gruppe, und ich öffne mal diese Gruppe, und in den Inhalten werde ich genau diesen Datensatz wiederfinden. Öffne den mal und wir schauen mal, was man nun da alles konfigurieren kann. Ihr seht Titel, Beschreibung vom Datensatz, Metadaten. Wir haben hier einen Metadaten-Editor, da stehen verschiedene Schemata zur Verfügung, zum Beispiel Inspire, um hier eben all die Metadaten abzufüllen. Man hat weitere Möglichkeiten, Nutzungsbedingungen, Lizenzbedingungen. In den Einstellungen können zudem definiert werden, was man mit diesem Datensatz machen kann: runterladen, editieren. Auch auf ArcGIS Hub hat man Möglichkeiten, die Einstellungen vom Datensatz zu bearbeiten, zum Beispiel ein Bild dazuzufügen, die Zusammenfassung, Beschreibung einzugeben und wie dieser Datensatz zum Download bereit stehen soll. All diese Einstellungen können auch auf ArcGIS Hub gemacht werden. Damit solltet ihr alles wissen rund um das Bereitstellen von Daten mit ArcGIS Hub, und ich freue mich auf eure Datenportale.